Good luck, Randy. Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zu Let's Play Deathlight. Diejenigen, die das Spiel kennen, gleich vorweg, ich spiele es blind. Diejenigen, die das Spiel nicht kennen, wünsche ich viel Spaß beim Zusehen. Wir sind in einer Zombie-Apokalypse gefangen, sind von unseren Freunden getrennt worden. Das sieht man in der Anfangssequenz, die ich leider nicht mit reinschneiden konnte, weil der Sound fehlt. Wobei ich nicht weiß, wie es da mit den Urheberrechten aussieht. Ich habe es gespielt, ich sag mal, keine Ahnung, also bis ich aus diesem Lagerhaus raus bin auf jeden Fall. Also weiß ich zumindest schon mal die ersten Schritte, auch wenn es gerade am Anfang nicht viel zu sehen gibt. Okay, also unsere Freunde wollten zu einem überlebenden Lager und wir sind dummerweise verloren gegangen, weil die Leiter kaputt gegangen ist und wir wollen denen jetzt hinterher. Also erstmal habe ich auch so die Anfangssequenz weggedrückt und gedacht, die haben uns da zurückgelassen. Viele Spielmechanik. Ich spiele mit Controller. Wir haben 3 Lebenspunkte und wenn wir 3-mal getroffen werden, sind wir Moose. Mal gucken. Genau, ich habe keinen original Xbox-Controller, sondern so ein Gammel-Abklatsch von Logitech. Aber das reicht auch. Und ich weiß, dass hier oben mein Secret ist. Komisch. Ah, das ist unsere Ausdauer. Wir sehen links oben. Das müsstet ihr eigentlich auch erkennen können. Eigentlich war hier was. Ach so. Ich habe das in der Testaufnahme schon gefunden. Wahrscheinlich kann man alles nur einmal finden. Man kann Ausweise finden von anderen Überlebenden, möchte ich sagen. Hat die Frau dann nun BH an? Na komm. Na komm. Na komm. Wow! Oh mein Gott, halt dich doch mal fest, Alter. Na, sie kommt von hinten nach. Ja, okay, sagen ihr hier runterpurzelt, ist mir das ja Wurst. Na, lebt da noch jemand? Ne, der ist tot. Und hops. Ja, manchmal habe ich einen klitzekleinen Frame-Anbruch, aber er zieht sich da jetzt irgendwie nicht hoch. Na gut, dann gehen wir eben anders drauf. Ah, so, verstehe. Ja, natürlich, wenn die Kiste nicht davor steht, dann kletterst du da nicht hoch. Dass ich da hochgejumpt und das Spiel gebackt habe, ist mir völlig egal. Achso, das war sogar richtig, wie geil. So, hier kann ich mich ducken und dann durchkrabbeln. Ah, sehr schön, sogar hier können wir uns rollen. Das Problem ist, wenn man sich in so einer Situation rollen kann, dann brauchen wir das später auch. Oh mein Gott, it's a fucking Zombie! Bam! Also man kann nicht sagen, dass das Spiel irgendwie übertrieben brutal ist, aber verdammt lustig. LTF, findest du sowas lustig? Ich finde es ein bisschen leicht gestört. Ja, sowas Let's Play ist leicht gestört. So, raus. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da unten. Lieber schnell weg, bevor die im Hintergrund auf uns aufmerksam werden. Das wusste ich jetzt aber, habe ich beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, dass die Zombies aus dem Hintergrund zu uns nach vorne können. Finde ich persönlich nicht witzig. Würde ich mir anders wünschen. Oh, halte ich fest. Ich würde dieses Spiel vage mit Limbo vergleichen, weil es auch 2D ist und viel mit Schieben und Springen gemeinsam hat. Ja. Oh mein Gott, wie ich Spiele gehasst habe, wo man einfach so sinnlos in der Gegend rumhüpft. Ah. Du schießt 1 Millimeter zu weit von der Wand weg. Ich weiß jetzt leider nicht, was du von mir willst. Hoch, hoch, hoch. Man braucht kein Genie sein oder das angespitzt haben, um zu wissen, dass das passiert. Wow, das war ja mal perfekt getimed. Ah, wir müssen aufpassen. Es gibt zwar Verbandskästen, aber die sind verdammt selten. Wow! Ich will nicht runterfallen. Ich finde einfach die ganze Atmosphäre ist einfach genial und es ist auch mal schon mitten. Da hinten sind unsere Freunde. Ich weiß übrigens nicht, wer wir sind. Das hat er bisher nicht zu erkennen gegeben, aber wir heißen Randall. Lach nicht, Randall ist ein toller Name, gerade für einen so töffigen Typen wie ihn hier. Und was ich ganz geil finde, es erinnert mich ein bisschen an Zombieland. Dass man die Zombies auf sich aufmerksam machen kann und dann. Ihr versteht, was ich meine. Oh ja, sie leuchten. Wir haben die Zombie-Lampe erfunden. Ah, kann man ausmachen. Wartet mal, wieso habe ich das jetzt ausgeschaltet? Kann ich hier einfach noch hin? Ist hier was versteckt? Nö. Dann nicht. Es gibt 3 Secrets am Anfang, also 3 Ausweise, die man finden kann. Ich habe sie nun alle 3 gefunden. Und hoppa, an die Freiheit. Boah, ihr seht, dass ich wirklich hier nur wieder einen kleinen Frame-Bruch habe. Aber was soll's, kann ich nun mal nicht ändern. So,
Hier habe ich das erste Mal den Aufnahmetisch. Es hier, the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there right now. Genau, das Einzige, was wir vielleicht von der Anfangssequenz sagen sollte, wir haben die Schwester von einem der Hauptprotagonisten abgeknallt, weil die gebissen wurde. Das ist dann dieses typische, nein, ich lasse sie nicht zurück und wäh, wäh. Verdammt, ich muss mich rum festhalten. So, jetzt müssen wir relativ schnell sein, weil... Oh Mann, dir geht's nicht gut, oder? Das ist ein bisschen was selbst. Ich weiß gar nicht, dass das eingeblendet wird. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir damit Schwierigkeiten einhandeln kann, aber viel mehr als bei... Vielleicht... Weiß nicht, wir sehen wir nicht. Randall kann nicht schwimmen. Das heißt, wir sollten da lieber nicht baden gehen. Und genauso wie in Limbo sinkt er zu Boden wie ein Stein und ertrinkt augenblicklich. Sogar Sonic kann nach blöden Wasserbubbeln suchen. Im Wasser müssen wir uns schnell beeilen, weil da alles Mögliche drin sein kann. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr mal eine Zombie-Apokalypse kommt, und ich meine das völlig ernst, dann passt auf, dass eure Schuhe nicht nass werden, weil nichts ist ätzender, als mit nassen Schuhen zu flüchten. Sogar Soldaten sind mit Uniform und alles durch die Flüsse gemarschiert, weil die Schuhe uns immer auf den Köpfen getragen. Ah, wir müssen uns hier beeilen. Seht ihr da die Leichen im Wasser? Die finden nicht das Herablassen des Wassers gar nicht witzig. Ich beim ersten Mal so aufnehme mit Tessie so, kann ich da vielleicht auch irgendwas gucken oder so? Und plötzlich stehen die auf. Ich so, what the fuck? Und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich an dem geringeren Sauerstoffanteil in den Lungen, sind die im Wasser schneller als wir. Aber... sie können nicht klettern. Dafür sind sie glücklicherweise nicht clever genug, einfach mal das Beinchen zu heben. Und selbst wenn, würde ich es nicht rausfinden wollen. So, bitte einmal hoch. Solange mich der Frame-Einbruch nicht irgendwann umbringt, ist das Let's Play auf jeden Fall nicht verloren. Wer baut bitte 3 Kilometer tiefe Wasserkanäle? Scheiße, ich dachte, ich schaffe zumindest die die Eröffnungssequenz, ohne einmal zu sterben. Wo bin ich jetzt? Ich sehe mich nicht. Ach, da oben bin ich. Gut. Mal direkt nach der Zombie-Szene. Und springen! Ah, wir haben einen Verbandskasten. Aber was ist denn? Finde ich auch zu Glück jetzt mir gut, ich brauche nichts daraus. Zombies im Hintergrund. Autsch. So, wir können nicht jede Tür eintreten, sondern wirklich nur die vernagelt sind. So, und bis hierhin habe ich gespielt im Aufnahmetest. Und dann habe ich aufgehört. Ich wollte natürlich auch nicht zu viel sehen. Hoppa. So, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich gehe mal da runter. Ah, Leiche. Da, der Ausweis seines Fremden. Sein Name lautet Arthur Illen. Das haben wir jetzt im Vordergrund. Ah, der kommt da nicht raus. Liegen da Gedärme auf dem Auto? Und vor dem Auto? Und neben dem Auto? Ah, scheiße, jetzt haben wir einen Schadenspunkt bekommen. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. So, sie haben uns hinten gesehen. Bevor sie mir gefährlich werden, kann ich schon weg. Ich finde das geil, wie das hier einfach schon alles zerstört ist. Weil normalerweise sind Zombie-Spiele immer so, dass es gerade erst abstürzt oder schlecht wird. Zum Beispiel in The Walking Dead und so. Und hier sind wir schon mittendrin. Wir verlieren also keine Zeit mit irgendeinem, oh nein, das kann nicht wahr sein, geblabla. Er akzeptiert es einfach, wie es ist. Und das gefällt mir da oben nicht. Geheimnis gefunden. Noch eines der verdammten Regierungsblätter. Quarantäne. Doch selbst alle, die wir haben, konnten sie nicht mehr retten. Okay, mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Dunkel, dunkel. Es ist leider sehr hell bei mir, deswegen erkenne ich so gut wie gar nichts. Aber egal, es passt schon. So, ich habe mal gucken, dass die erste Folge 15 Minuten lang wird und wie viel Speicherplatz das dann gekostet hat. Oh, Frame-Einbruch. Wow. Schnell raus da. Trau dem da unten nicht. Wow. Wow, wow, wow. Gott, das mich erschreckt. Na, komm rein. Natürlich. Es bricht das genau in der Sekunde weg, in der er da hinkommt. Gut, er kann aber wirklich nicht klettern. Was ist das? Ausschuss Sieber. Position schon ist im All. Brauchst du gegen Raumstation Russen ins All geschossen haben? Okay. Also nur Blabla.
Ich frage mich, ob ich schon nicht schneller gewesen wäre, der Zombie da gar nicht erst rausgekommen wäre. Dass ich da drin dann hätte gegen kämpfen müssen oder so. Aber wir können auch Nahkampf machen. Ich weiß nicht genau wie, weil er macht irgendwie nichts, außer da ein bisschen rumzutanzen. Aber ich fürchte, ich werde das... Ah. Ja, meine Axt. Axt. I found a firefighter's axe. Ja, lecker. So, ach so, was... Ah, oh, sehr schön. Warm, warm, warm. Und dafür ist auch die Ausdauer. War da gerade das Bild verzerrt oder hat mir das eingebildet? Nein, ich möchte nicht wissen, was da hinter mir auf mich zukommt. So, jetzt ziehen wir das erstmal in Sicherheit. Lage sondieren, alles gut. Und hopps. Und gehen in einen Chaos zu machen. Gut, wir üben ein anderes Mal. Also ich habe keinen Grund gegen dich zu kämpfen und eventuell Schaden einzustecken. Nennt es Feige. Wow, das ist noch ein Zweiter gewesen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich sehe mich. Ich sehe mich nicht. Ach, da oben hänge ich. Wir haben eine Presse. Ich glaube, sie haben mich gehört. Oh fuck. Komm her. Ich mach dich kaputt. Haja! Oh Mann, du hast fast keine Ausdauer mehr. Daran liegt dieses Geblitzel. Another one bites the dust. Achso, wir haben einen Zombie getötet. Wenn wir keine Ausdauer haben, dann fängt das Bild an zu flimmern. Okay, ich bin hier oben sicher. Heiliger, die sind ja. Die sterben davon nicht. Die werden davon nur umgeworfen. Drüber. Einfach schnell sein. Okay, also das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich muss dieses Let's Play leider abbrechen. Tut mir leid, Leute. Die Zombies sind leider nicht kaputt machbar mit einer Axt. Aufmachen. Ach, Mann, ich bin nicht da. Sonnenschein. Hallo, kennst du? Danke. So, wir hängen da oben. Da unten ist nichts. Ich will jetzt einfach mal Start machen und Schnitt.